Hallo Leute, ja, wir wollten hier in diesem Städtchen schauen, dass wir da Busverkehr hinkriegen. Das ist deswegen, weil wir hier den Schiffshafen gebaut haben und da wollen wir natürlich Publikumsverkehr haben, damit die Schiffe laden können und dann ordentlich Geld einfahren, ne? Nach dem Intro würde ich sagen, fangen wir damit an. Also Geld in der Kasse haben wir jetzt tatsächlich mit 7 Millionen ziemlich viel. Das ist ja schon mal richtig gut. Dieses Städtchen hier ist auch ganz gut am Wachsen, ne? Aber hier ist ja noch keine Stadtlinie drin, ne? Gehe ich von aus. Oder habe ich mich da jetzt. Nee, ich habe mich nicht vertan, ne? Fahrzeugstatistik, Linienstatistik. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rausscrollen, dann. Nee, sehen wir nicht. Ich dachte, man sieht es tatsächlich, wann wer wo unterwegs ist. So, das bedeutet. Fahren wir. Das Depot ist natürlich da ganz hinten, ne? Hier, das macht keinen Sinn, dass wir hier auch noch dann so weite Wege fahren. Glaube ich. Hier sind wir hier in Winnen. Sind wir hier irgendwo drinne? Gebäude. Nee, sehe ich so nicht, ne? Ja, also momentan bin ich gerade am Überlegen, wo kann ich denn jetzt hier gerade sehen? Ah. Nee, wir sind hier hinten am Fahren bei Kettlers Mühle, mehr nicht. Das heißt, Giesenhorst ist definitiv abzudecken mit einer Station. Bauen, Busse, Bus-Tram-Station. Können wir die ganz drehen und machen die auf die andere Seite? Nee, gefällt mir nicht. Obwohl, andere Seite ist tatsächlich günstiger, ne? Achtundsiebzigtausend geht. Krümmung zu groß, sagt er, jetzt aber nicht mehr. Das heißt, wir bauen den dahin. Jetzt haben wir natürlich die Abdeckung nicht so richtig gesehen, ne? Okay, die ist jetzt bis dahin. Dahin will man Brot haben. Wenn ich jetzt da bin, dann habe ich eine Abdeckung, die bis dahin geht. Dann könnte ich hier eine Abdeckung machen. Aber brauche ich ja gar nicht, da kann ich ja so ein Häuschen setzen. Klar, das hier macht Sinn, ne? Und das wäre jetzt schon mal gut und würde das hier alles abdecken. Das mit dem Drehen ist natürlich ein bisschen doof, aber das wird so sein, da kommen wir nicht drum rum. Wir bringen die Leute dann hier noch zur Arbeit. Das Häuschen stand hier irgendwo, dann machen wir das hier hin, dann ist das auch abgedeckt. Können auch ein bisschen weiter rausgehen, glaube ich, weil das von den anderen beiden abgedeckt ist. So, wo war der? Der war da. Das bedeutet, dieses Viertel hier ist komplett nicht erschlossen. Das Depot ist da. Er schließt ungefähr bis hier. Würde bedeuten, wenn wir hier hinten das machen, na, obwohl, dann haben wir diese Häuser. Ah, man sieht schon, funktioniert tatsächlich nicht so. Ja, ich mach mal hier eins hin. Ah, guck, da haben wir Glück gehabt. Ich glaube, es hat noch gereicht für alle. Sehr gut. Also hier haben wir, das heißt, ist das nur abgedeckt? Ich denke schon. Ja, ich glaube, die sind alle abgedeckt, fast alle abgedeckt. So, das heißt, wir müssen hier leider auch ein Depot bauen. Oder leider ist gut gesagt, ne? Straßenfahrzeugdepot. Ja, das kann irgendwo auf die grünen Wiese eigentlich hin, ne?
Na, na, na. Kostet uns auch nur 20.000, ist nicht so viel. Gut, dann machen wir das. Haben wir ja auch auf der Karte ein bisschen was verteilt, ne? So, Fahrzeug kaufen. Passagiere. Wir haben ja einen schicken Ziehharmonika-Bus schon. Der kostet eine 500.000. Hat wie viele Plätze? 21. Das ist aber wenig, ne? Der hat 16. Geschwindigkeit spielt jetzt hier noch keine Rolle, weil langsam, ne? Ich glaube, den Ziehharmonika-Bus, den setze ich hier nicht ein, oder? Ah. Vielleicht doch. Komm, ich kaufe den mal. Und dann gibt es eine neue Linie. Und der startet hier. Fährt dann dahin. Fährt wieder dahin. Fährt dahin. Fährt dahin. Fährt dahin. Fährt dahin. Ich glaube, so ist es richtig, oder? Das ist jetzt Simotrans-like, oder? Testen wir, dann wissen wir das. Gut. Bus fährt da schon. Hat natürlich noch niemand drin. Und dann ist noch die Frage, ob wir noch einen zweiten dazu kriegen, der auf Linie 30 fährt. Ja, ich glaube, einen zweiten machen wir noch. Kaufen wir. Und setzen den auch auf Linie 30. Gut. So, bei dem steigt niemand ein. Der zweite ist jetzt hier, ne? Können wir den nochmal anhalten? Geht das irgendwie hier eigentlich? Ja. Lass den mal ein bisschen Dingens Abstand halten zu dem anderen, ne? So, jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht macht er sogar den Abstand von alleine? Weiß ich gar nicht. Giesenhorst. Keine Passagiere. War der da? Und der hier unten. Der hat jetzt auch noch keine Passagiere. Was haben wir denn hier oben für eine Meldung? Güterstütze kann nicht von Passagieren benutzt werden. Habe ich jetzt sag nicht, ich hab das Falsche gebaut. Alter, das kann's doch jetzt nicht sein. Oh Mann, habe ich nicht aufgepasst, habe ich gepennt. Das ist das Richtige. Kann man das, Oh Mann. Da war er richtig gut gepennt, ne? Ist aber nicht schlimm, das lassen wir jetzt so stehen. Und jetzt müssen wir nur die Linie ändern. Linie ist auch hier. Linie verwalten. Kannst du alles eindampfen. Aber nee, wir machen erstmal Haltestelle hinzufügen. So. 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 Und so. Und dann. Eins. Station oder Wegpunkt? Uhlandstraße. Ich glaube, jetzt habe ich sie raus, ne, oder? Kein Filter aktiv. Lade, wenn vorhanden. Ne, Uhlandstraße ist zweimal dran. Das heißt, die müsste eigentlich auch nochmal weg, oder? Jetzt ist Schulstraße. Achso, die ist aktiv gerade. Giesenhorst am Sportplatz. Uhlandstraße. Ich glaube, jetzt passt's, oder? So. Ja, das ist das Falsche gewesen. Das war auch das Falsche. Und das war auch das Falsche. Okay. Das haben wir erstmal geklärt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht, ne? Hinzufügen. Hinzufügen.
Jetzt müsste ich hier mal gerade. Kriegen wir das denn hin? Schulstraße? Ah, das ist immer noch das Häuschen. Ach, super. Er setzt die oben rein und ich habe gedacht, er setzt die unten rein. Alles klar. Schade, ne? Dann müssen wir das nochmal machen. Nee, warte mal, das ist verkehrt. Dann erst hier Uhlandstraße. Dann wieder der. Dann fahren wir dahin und dann fahren wir hier hin. Ich hoffe, jetzt passt's, ne? Jetzt müssten ja mal Passagiere kommen, oder? Hier ist aber noch keiner eingestiegen. So, jetzt ist die Frage, was wollen die hier haben? Brot und was ist das andere? Heizöl? Naja, dann müssen wir jetzt uns um Brot noch kümmern, ne? Brot ist hiermit abgedeckt. So wie es aussieht, ist das Brot tatsächlich. Ne, da sind zwei Häuser, das wäre da nicht mit abgedeckt. Hier ist keiner. Na super, das hat gut geklappt. Und die brauchen Heizöl, aber das ist erstmal okay so. Lassen wir jetzt so. Kostet uns zwar ein bisschen Geld, aber ich glaube, wir können es mit dem Geld gerade vertragen. Okay, der fährt jetzt 79 Miese ein. Ah, der hat den ersten Passagier hier. Das ist schon mal gut. Und hier, Linie 25, da ist nichts los. Die können aber schon darüber laufen, ne? Ja, können sie. Okay. Dann ist das erstmal gut. Haben wir ein bisschen gepennt gerade, aber naja. So, jetzt müssen wir hier noch Brot hinhaben. Und das Brot gibt es tatsächlich hier. Lebensmittelfabrik. Das würde ja bedeuten. Anlieferung ist Getreide, ne? Abnehmer sind die Orte. Und das ist auch Giesenhorst. Das ist schon mal gut. Das würde bedeuten, wir müssen mal gerade eine Straße ziehen. Stadtstraße? Nee, Einbahn. Landstraße. Würde ich jetzt tatsächlich noch da anschließen wollen. Machen wir ruhig hier dran, ne? Aber so nicht. So passt das. Und jetzt brauchen wir hier LKW-Station, die wir jetzt noch ein bisschen drehen müssen. Geht's hier noch besser? Ne, ist immer ziemlich teuer. Wenn ich sie hier hin mache. Zack. Passt erstmal. Gut, jetzt müsste ich dann schauen, dass ich hier ein LKW kaufe, Fahrzeuge, Cargo und der muss Brot fahren. Tank-LKW, Pritschen-LKW fährt tatsächlich auch Brot, wenn. Und der fährt 80 km/h. Plan-LKW fährt alle Güter. Und der ist sogar billiger. 17 Tonnen, 21 Tonnen, der hat aber mehr Tonnage.
kann aber kein Brot. Der kann alle Güter. 400.000 ist angesagt. Kaufen wir. Neue Linie. Fährt von da nach da. Haben wir, oder? Ja. Komm, ich mach das nochmal hier auch hin. Weiß jetzt nicht, ob es richtig ist, aber ist jetzt erstmal. Haben wir wieder nicht geguckt, ne? Gießen. Konnte man das jetzt nicht gerade hier sehen? So, die sind da, die Lieferanten. Und Abnehmer sind diese. Wo ist Gießenhorst? Achso, da sind Abnehmer, nee. Lieferanten sind die. So, und hier die Lieferanten sind. Dieser Bauernhof, der sich hier befindet, okay. Ah, der kommt natürlich nicht dahin, ne? Ne, der hat keine Verbindungsstraße. Nochmal nach Lieferanten geguckt. Wen haben wir denn hier noch als Nachbarort? Wenn denn? Also das ist jetzt mal weit weg, ne? Rügenkamp ist auch weit weg. Leitzkau ist auch weit weg. Bofzen ist auch weit weg. Rügenkamp hatten wir schon festgestellt, dass das auch weit weg ist. Hallandorf ist auch weit weg. Und Gladbeck ist noch weiter weg. Wenn das alles so weit weg ist, dann können wir auch gleich hier Leitzkau nehmen, weil das, da produzieren wir ja schon, ne? Oder hier, der produziert da auch schon, ne? Ah ne, das ist ja die Lebensmittelfabrik. Wir brauchen aber eine Getreidebude und das ist die. Das würde ja bedeuten, wir transportieren das am besten mit dem Schiff dann darüber, oder? Geht das? 11 Millionen, müsste gehen, ne? Güterhafen? Haben wir ja, haben wir. Kann der Güterhafen denn da das bedienen? Sehe ich jetzt hier blöderweise nicht, ne? Das ist ja doof, ne? Vielleicht keine Straßenanbindung, machen wir das erstmal richtig. Steigung zu groß. Kollision. Steigung zu groß. Steigung zu groß. Kosten. So, jetzt ist der auch erschlossen, oder? Gut, das würde bedeuten, oh, da fährt gerade ein Schiff vorbei. Hat das? Kein Passagier, schade. So, das bedeutet, wir müssen jetzt, das war ja auch am Wasser, ne? Wo war es denn jetzt? Hier ist es. Wir müssen hier auch noch ein Depot hinmachen, ne? Ne. Güterhafen. Sag nicht, die ist auch wieder nicht angebunden, die Geschichte, weil zu hoch. Ja, sieht ganz danach aus, ne? Das ist ja richtig doof wieder, oder? Und wenn die Straße nicht angebunden ist, dann gibt es auch kein Dingens.
Reicht das jetzt nicht? Reicht doch. Vielleicht hat es vorher gereicht, weiß ich nicht. Gut, das ist dann unser Güterhafen. Und jetzt brauchen wir Fahrzeugmanager. Das ist richtig, ja. Güter kaufen, Cargo. Und wir müssen Getreide liefern. Dann machen wir doch Getreide mal hier. So, und was kostet das? Das kostet 2,2 Millionen. Geld spielt wieder keine Rolle zurzeit. Kapazität 220, 175, 130. Geschwindigkeit ist jetzt noch eine Höchstgeschwindigkeit 32, 27, 30. Der würde schnell fahren, aber der fährt mit 2 km langsamer. Den kaufen wir. Und der kriegt dann auch eine neue Linie. Und er fährt dann von dort hinten nach hier. Hinweis: Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Kein Weg für große Schiffe. Wenn Weg wurde gefunden. Oh. Okay, das heißt. Das war alles zu schlecht für uns. So, das heißt. Warum ruckelt das jetzt gerade so? Das heißt, dieses Schiff können wir gleich wieder verkaufen. Weil kann ich nicht nutzen. Ich hoffe, dass ein anderes das kann. Sonst haben wir jetzt ein Problem. Das wäre sehr bitter. Sieht so aus, als ob das funktioniert. So 130 Tonnen gehen dahin. Das ist schon mal etwas. Jetzt lass mal gucken, irgendwo muss ja das andere Schiff rumfahren. Okay, da ist noch niemand drauf. Aber hier steht schon mal einer, oder? Ja, einer steht da schon. Ah, hier steht auch einer. Aber hier steht noch keiner, ne? Aber das kann ja noch alles werden. So, das ist eine Lieferung, die dann da ankommt. Er fährt natürlich jetzt erstmal schlecht Geld ein. Weil es nichts da, was er machen kann. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Müssen nächstes Mal uns dann noch weiter darum kümmern, dass das noch ein bisschen besser läuft. Das kriegen wir aber, denke ich, auch in den Griff. Müssen vielleicht das ein oder... Oh, guck mal hier, ne? Treibstoffraffinerie ist hier. Da müsste man dann gucken. Die wollen Öl und brauchen Dingens. Wo ist denn hier Öl? Wofzen... Ja, Kettersmühler. Ja, ist gar nicht mal so weit weg, das Rohöl da, ne, oder? Ah ne, das ist erst die Ölraffinerie. Ach, das ist eine Kette, die wir mehr haben müssen dann. Und das ist hier. Das ist eine Chemiefabrik. Okay, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.